Rothaus, Verbandspokal 2019-2020. Es stand sich im Viertelfinale gegenüber die ligagleichen SC Laa und der FC Denzlingen. Endstand nach 90 Minuten 2:0 für den SC Laa. Bei mir noch Frank Müller. Frank Müller vom SC Laa und Frank Lenker, Trainer vom FC Denzlingen. Haben noch ein bisschen Stimmungsmusik nach Fasnacht hier. Frank, zunächst Glückwunsch. Einzug in das Halbfinale. Hast du vorhin gesagt, größter Vereinserfolg von den beiden Vereinen. Ja, ganz richtig. Wir freuen uns wahnsinnig. Wir haben damit eigentlich nicht gerechnet, weil wir hatten einen harten Brocken vor uns mit Denzlingen, obwohl wir Villingen aus dem Viertelfinale rausgeworfen haben. Jetzt hier nochmal mit, oder Achtelfinale, jetzt hier nochmal mit Denzlingen, ein richtiger Brocken, ligagleicher Brocken vor der Brust gehabt haben. Haben wir es richtig gut gespielt. Größter Vereinserfolg für den Laa e.V., ehemalige Spielvereinigung, jetzt auch für der SC Laa. Also, was kann schöner sein heute? In der Runde gab es einen 3:0-Sieg hier für euch. Die erste Halbzeit war eine ausgeglichene Sache. Wir werden vielleicht der großen Chance noch nachtrauen, oder? Ja, Hinspiel 3:0 war aber eine andere Laa-Mannschaft auf dem Platz. Das haben wir vorm Spiel gewusst. Ich finde die erste Halbzeit überhaupt nicht ausgeglichen. Ich denke, dass wir dort bestimmt 2-3-0 hätten führen können, vielleicht sogar müssen. Die Riesenchance kurz vor der Halbzeit gehabt. Einmal Glück gehabt nach einer Standardsituation. Dass wir dann so aus der Kabine kommen, da muss ich selber auch mal meine Jungs hinterfragen, weil das ist nicht unsere Mannschaft gewesen in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, was war. Ich muss selber jetzt gleich mal in die Kabine gehen und die Jungs fragen. Wir haben es nicht mehr hingekriegt, das Spiel aus der ersten Halbzeit zu bestätigen. Vielleicht waren die Beine dann zu schwer bei hartem oder bei tiefem Geläuf, aber das ist auch keine Ausrede, weil Laa den gleichen Platz zu viel hatten. Also ja, ich habe gedacht, das ist ein Spiel über vielleicht 120 Minuten, dass jetzt 90 entschieden wurde. Haben wir uns selber zuzuschreiben. Ich denke, ja, durch eigene Fehler verliert man ein Spiel ganz einfach. Und es ist leider Gottes so, dass wir jetzt mit leeren Händen einfahren. Und in der zweiten Halbzeit habe ich noch eine Chance gegen den Kopfball, wo er drüber geht. Ja. Sonst habt ihr auch nicht ganz so viele Chancen gehabt, aber ihr habt es halt ausgenutzt. Das 2:0 war jetzt nicht mehr ganz entscheidend am Schluss. Jetzt, Frank, haben wir Wunschgegner, natürlich für das Heimspiel oder für das Halbfinale? Ja, Wunschgegner gibt es, glaube ich, nicht. Es kommt, wer kommt, und wir schauen, dass wir das Halbfinale auch irgendwo offen gestalten und gut gestalten. Ist gerade egal, ob wir jetzt daheim spielen oder ob wir auswärts irgendwo spielen. Wunschgegner gibt es nicht mehr. Wir freuen uns drüber. So, dann haben wir alles gesagt, Frank. Nächste Woche seht ihr euch wieder beim Rückspiel Verbandsliga, aber es tut ein bisschen weh. Immer, jede Niederlage nicht mehr. Ja, gerade eine Pokalniederlage kann man nicht wettmachen, sagt man und so. Und das wäre es ja gewesen aus Laa vom Viertelfinale, Verbandspokal, SC Laa, FC Denzlingen 2:0. Danke. Danke.